Servus Leute, willkommen zurück zu XCOM Enemy Unknown. Ja, irgendwie scheine ich hier das Problem zu haben, dass... Na? Nein, ich will nicht. Ich will nicht ins Menü. Scheine ich das Problem zu haben, dass hier regelmäßig das Interface vom Xbox 360 Controller aufploppt. Ich weiß nicht, woran das liegt. Aber man wird es denn mal wieder sehen demnächst. So, was haben wir denn offen? Betrieb in den USA, über Kanada. Satellit im Betrieb, okay. Schwere Waffenplattform, Titanrüstung. Gut, dann scannen wir mal nach. Commander, es gibt mehrere Berichte über neue Entführungen. Die Orte sind auf dem Hologlob markiert. Mhm. In Australien, das... 200 in Kanada, sehr schwer, und 4 Ingenieure in Seattle. Da wir Ingenieure benötigen, aber ein weiterer Captain wäre nicht schlecht, nehmen wir den Soldaten da. So, was haben wir hier? Rekrut Raman. Lasergewehr, Laserpistole, Medikit. So, du hast ebenfalls sowas. Du hast das. Schwer Medikit. Splittergranate. So, so und so. Gut. Dann starten wir mal einen Einsatz. Wird schon schief gehen. Strike One. Bereit machen zur Landung. Okay. Australien hat mehrfach um Unterstützung gebeten und ist deshalb unser nächstes Einsatzgebiet. Eine lokale Übertragung. So, ist eigentlich immer genau das gleiche Ding. Gehen sie dahin, töten sie alle Aliens und kommen sie wieder heil zurück. Hier spricht Big Sky. Strike Team hat das Einsatzgebiet erreicht. Erbitten Einsatzfreigabe. Angekommen, Big Sky. Strike One hat Erlaubnis zum Angriff. So, Schwarz, sie gehen da hoch. Mutants! Dünne Männer! Yay! Gehst du halt eben da vorne hin und greifst den Berserker an. Sehr schön. Greifst da neben. Greifst ihn an. Das ging auch daneben. Leute, warum könnt ihr nicht schießen? Geht doch. Oh oh. Und deshalb habe ich mehrere Medikits dabei. Liege unter Beschuss. Na? Jo. Das ist ein Treffer. Das ging daneben. Okay. Fehlt doch noch einer. Yay, die Viecher schon wieder. So. Dann einfach mal darauf schießen. Genau.
eingeschaltet. Sehr schön. Dann gehst du auf den los. Okay, auf den solltest du nicht losgehen. Dann greifst du den Berserker mal von hinten an. Sehr schön. Du reanimierst ihn. Nichts gebrochen, du bist okay. So, du nimmst dann einen auf den. Du gehst da hoch. Du nimmst ebenfalls einen Feldposten. Sie wollen sich zurückziehen! Ja, und du? Jo! Ein weiterer Treffer und ich bin down. Habe ich doch gesagt. Ein weiterer Treffer und ich bin down. Colonel Schwarz ist kritisch verwundet. Okay. Martin, Sie haben ein Medikit. So. Dann gehen Sie auch da hoch. Ebenfalls einen Feldposten. Und jetzt hoffe ich mal, dass der mich nicht trifft. Gut. Mir geht's gut. Wie schaut's mit dem Gentleman da hinten aus? Der haut ab. Sehr schön. So. So, du wirst reanimiert. Er stabilisiert, meine ich. Und nochmal ein Feldposten. Gut. Das war klar. Schade. Das ist nicht gut. Du gehst mal da vorne hin. Und nimmst wieder einen Feldposten. Nein, nicht schließen. So, Feldposten.
Bereit zum Angriff. Gehst du halt eben da vorne hin. Du gehst in das Klohäuschen. Ziel erfasst. Shit. Und Discord geht mir gerade dezent auf den Sack. Oh oh. War klar. Deckt die Flanken! Ah. Sehr schön. Auf den. Gut. Ja. Gehst du mal halt eben da oben hin. Und greifst diesen Gentleman hier an. Gut. Gehst du da unten hin? Aber wenigstens... Sehr schön. In solch einem Beschuss, den man noch verkraften kann. Oder auch nicht. Es ist zwar ein Rekrut, aber... So. Gleich mal da oben und greift die Scheibe an. Okay, also Plasmawaffen sind gegen diese Art von Gegnern anscheinend sehr hilfreich. Auch gut zu wissen. Und für gewöhnlich haben doch genau. So wie ich es schon vermutet habe, eigentlich haben wir noch einen weiteren Gegner offen. Feldposten. Du greifst den Gentleman an. Kanone leer. Gut. Dann gehst du mal da vorne hin. Und greifst ebenfalls den Gentleman da unten an. Sehr schön. Und dann gehst du halt eben da vorne hin. Du lädst deine Waffe nach. Und du
versuchst du mal den Dartschuss zu nehmen. Nein, der ging daneben. Schade. Ziel steht noch. Sie umgehen mich. Der Kingsflash kommt von der Seite. Ah! Hilfe! Support! Verdammt nochmal! Reiß an. Auf. Nicht Sturm und Schuss. Angreifen. Feuer. Gut. Commander, die Operation war ein Erfolg. Sehr schön. Wenigstens etwas. Und wenn ich das Geld zusammen habe, werde ich mal für unsere schwere Infanterie die schweren Plasmagewehre erforschen. Beziehungsweise mal ein, zwei herstellen lassen. So, schwer verwundet 5 Tage, verwundet 4 Tage, schwer verwundet 6 Tage. Okay, das ist scheiße. Schwer verwundet 7 Tage. Okay. Schwer verwundet. Ach du Scheiße. Ja, Fähigkeiten. Sturm. Nahkampfspezialist oder lass sie kommen. Bonusschaden hinzu für jeden Gegner, der den Trupp. Den der Trupp sehen kann. Okay. Das. Rekrut Hassan Rahman wurde als Scharfschütze ausgebildet. Sehr schön. Weiter. Schweberleiche, 4 Dünnermannleiche, 2 Dünnermannleiche, Mutenleiche, Berserkerleiche, Zerberdiskwrack, Drohnwrack, 8 Elerium, 16 Legierung und 21 Fragmente. Und ein weiterer Scharfschütze. Wir behalten sie im Auge. So, Technikabteilung, mal kurz was nachschauen. Pulsbogen, Kampfstimulanz hier, Medikit, Plasmagewehr. Strahlionisierten Glas, okay. Leichtes Plasmagewehr, Laserpräzisionsgedöns, Streulaser. Mhm. Lasergewehr. Sturmgewehr. Okay, also das. Wo haben wir es jetzt? Plasmagewehr. Dieses modifizierte Sturmgewehr. Also mit anderen Worten. Der. Wenn ich das Plasmagewehr erforsche, kann ich damit die schweren Jungs nicht damit ausrüsten. Naja, wird man sehen. An der Stelle beende ich den Part für heute. Das war's wieder mit XCOM Enemy Unknown. Ich danke fürs Zuschauen und bis nächstes Mal. Schausen!